war an einem ziemlich heißen Sommertag. Da traf ich sie auf einer Bank im Park. Mir fiel gleich auf, dass sie in einer Bibel las. Die hatte sie gekauft für 14 Mark. Ihr graues Haar war ganz zerzaust, die Hände schwierig und verbraucht. Und ihr Gesicht verbarg ihr Leben nicht. Und über ihren Brillenrand, da schaute sie mich fragend an und sagte, junger Mann, komm, setz dich hin. Ist es wahr, wirklich wahr, was da geschrieben steht? Kann es sein, wirklich sein, dass Jesus heute noch lebt? Kann man wissen, wirklich wissen, was die Wahrheit ist? Gibt es Himmel, Hölle, Teufel, Jesus Christ? Und sie erzählte mir, sie wohnt im Altenheim. Ihr Mann sei schon seit ein paar Jahren tot. Drum sehnt sie sich nach ihm, denn sie ist ganz allein. Und sucht nun Hilfe bei dem starken Gott. Die einen sagten, die ist doof, die anderen, die sagten bloß, ach die ist nicht mehr ganz dicht. Die Scheinfrommen und Jehovas Zeugen, die rissen sich um sie, die beiden, doch den Weg zum Leben zeigten sie ihr nicht. Ist es wahr, wirklich wahr, was da geschrieben steht? Kann es sein, wirklich sein, dass Jesus heute noch lebt? Kann man wissen, wirklich wissen, was die Wahrheit ist? Gibt es Himmel, Hölle, Teufel, Jesus Christ? Doch scheinbar hatte sie's nicht mehr kapiert. Sie meinte nein und sagte einfach ja. Vielleicht, weil sie so viel schon hatte ausprobiert. Oder ob es gar ihr Alter war. Drum warte nicht bis morgen noch, denn Gottes Wort, das sagt uns doch, kommt heute, so ihr seine Stimme hört. Drum mach mal deine Ohren auf, du sitzest ja noch immer drauf, und tu ihm weg, was die Verbindung stört. Denn es ist wahr, wirklich wahr, was da geschrieben steht, dass der auferstandene Jesus Christus heute noch lebt. Willst du wissen, wirklich wissen, was die Wahrheit ist? Flieh vom Teufel und komm doch zu Jesus Christ. Flieh vom Teufel und komm doch zu Jesus Christ.